Ex-Papst Benedikt verteidigt in einem Brief seinen Nachfolger Franziskus gegen ein törichtes Vorurteil in einem Buch über den Papsttum nur, den italienische Medien nun wittern. Ist ein Brief von Benedikt zu einem Band Bücher über die theologische Ausbildung von Papst Franziskus, den die Presseabteilung zu Franziskus Apos 5. Amtsjubiläum veröffentlichte. Darin nimmt Benedikt Franziskus in Schutz und kritisiert den törichten Vergleich zwischen sich und seinem Nachfolger, wonach Franziskus bloß ein praktisch veranlagter Mann ohne besondere theologische und philosophische Bildung sei. Die Bücher über Franziskus zeigten außerdem zu Recht, dass Papst Franziskus ein Mann tiefer philosophischer und theologischer Bildung ist, schreibt Benedikt in dem Brief. Und sie helfen somit, die innere Kontinuität zwischen den beiden Pontifikaten zu sehen. Wenn auch mit allen Unterschieden in Stil und Temperament, die Presse Estelle des Vatikans verschickte Anfang der Woche ein Foto dieses Briefs, machte eine entscheidende Passage allerdings unkenntlich, die nämlich, in der der 90 Jahre alte Benedikt zugibt, man habe nichts verschwiegen. Bei der Präsentation des Briefes im Vatikan habe der Chef des Mediensekretariats, Dario Vigano, das Schreiben in voller Länge vorgelesen. Quelle ntvde.